Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Lucy's World of Products. Zu spät, aber dennoch, sie ist da, unsere Glossy Box. Diesmal in einem wirklich schönen Pink, wie ihr sehen könnt. Ja, und seid nicht sauer, aber sie ist auch schon auf. Wieso und warum sie schon auf ist und wie der Inhalt aussieht, zeige ich euch nach dem Intro. Ihr Lieben, warum die Glossy Box schon aufgemacht worden ist? Ganz einfach. Ich habe eine YouTuberin besucht. Ihr habt sie vielleicht auch schon mal in einem anderen Video von mir gesehen. Und zwar ist das früher die unperfekte Seele gewesen. Dieses Mal aber fängt sie an mit einem neuen Namen, einem neuen Kanal und erweitert sogar alles Mögliche mit dem, was sie machen kann. Und zwar Fotografie. Sie ist Hobbyfotografin und eine richtig Liebe. Macht das, was ihr gefällt, auch wirklich gut. Und da hatte ich mir mal gedacht, warum macht sie nicht die Glossy Box mal auf? Und fotografiert in ihrem Stil jedes Produkt. Die Box. Alles zusammen, alles getrennt und. Und wie das aussieht, das seht ihr dann unten in dem Link. Ich werde es euch auf jeden Fall rein posten. Da müsst ihr in der Beschreibung mal reingucken. Ihr Name ist Sunny's Pictures. Und schaut doch mal ihr Kanal an. Mich hat es richtig, richtig gefreut, denn es war mal was anderes. Nicht ich habe die Glossy Box geöffnet, sondern jemand anders und ich konnte dabei zusehen. Es hat richtig Spaß gemacht und es war richtig lustig. Und ja, das Glossy Box Heftchen sieht so aus. Und sie war wirklich, wirklich happy. Ja. Hat es auch wieder vorsichtig zugeklebt, ja. So. Und sich auch mit jedes Produkt befasst. Sie fand jedes einzelne Produkt richtig, richtig cool. Und wir fangen mal an mit dem hier. Ist das nicht mal ulkig? Ja. Ist doch irgendwie total cool. Das ist ein Glossy-Produkt und zwar ein Nailmatic und hat 15 Milliliter und kostet 6,80 €. Hat Öle drin, die natürlich die Nagelhaut pflegt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es behalten werde, weil, wie ihr seht, ich habe ja immer Acrylnägel und diesmal auch wieder. Ein ganz witziges Design, ein Firmenlogo von einer bestimmten Firma. Und ja, aber ich finde das richtig cool. Guckt euch das mal an. Mit diesem Pink-Lila. Also man kann es schütteln und drehen und wenden, wie man will. Oben ist immer lila und unten ist pink. Aber ich finde es richtig cool. Das ist mal wieder ein ganz anderes und ein ganz neues Produkt, finde ich. Mal ein bisschen was Besonderes. Dann kommen wir zu einem Benefit-Kosmetik-Produkt. Und zwar ist es dies hier. The Professional heißt das. Und ja, das hier hat jetzt 7,5 Milliliter bei 13 Euro. Das Originalprodukt bei 22 Milliliter kostet da schon stolze 34 Euro. Und es ist verschlossen. Es ist verschlossen, Leute. So, jetzt werde ich mal gucken, dass ich das. Aufkriegen.
Tada. Jetzt habe ich es an meiner Nase. Riechen tut's nicht, aber es ist ein Make-up-Produkt, wie ihr schon seht. Wir verstreichen das auch mal so ganz zart. Es ist sehr cremig, würde ich sagen. Also wirklich sehr cremig. Es fühlt sich wirklich an wie eine Creme. Es hat auch einen leichten Duft. Ich würde sagen, leichten, angenehmen Duft, ist nicht penetrant. Aber ja. Also, es ist Make-up. Auch nicht schlecht. Anwendung. Lucy, hallo. Es ist ein Balm. Auf die Finger geben und auf betroffene Partien, besonders die T-Zone, tupfen. Anschließend, wie gewohnt, Make-up anwenden. Ah, okay, cool. Es ist auf jeden Fall, wie es hier steht, Beauty-Magie. Und zwar ein Primer. Ja, finde ich ganz niedlich. So zum Testen, warum nicht? So, dann kommen wir mal zu einem weiteren Produkt. Und das ist dann, das muss das hier sein. Das ist ein erfrischendes Micellenreinigungsgel, was ich auch mal ganz cool finde als Gel. Und hat hier aber jetzt keine 125 Milliliter, sondern nur 15 Milliliter. Und das Originalprodukt bei 125 Milliliter kostet mal eben 23 Euro. Also ist dann auch schon wieder ein ganz schöner, stolzer Preis, muss ich sagen. Dann haben wir das nächste. Da, gefunden. Und vom Design finde ich das ja mal echt cool. Ja. Das ist nur Eternal Youth Potion Face Scrub. Also eine Maske, beziehungsweise ein Peeling, was man auch als Peelingsmaske nehmen kann. Und ja, hat 30 Milliliter. Ja, das ist das Originalprodukt und kostet 30 Euro. Ist auch mal wieder ein wirklich stolzer Preis. Und soll auf jeden Fall 2 Minuten auf der Haut als Peelingsmaske aufgetragen werden und dass man das dann in der Zeit dann gründlich und schön in Ruhe mal eben einwirken lassen kann und danach dann gründlich abwaschen. Natürlich, das ist klar, ne? Weil wir wollen ja auch keine Reste. Das ist das. Finde ich ganz, ganz cool. Dann haben wir einmal, und das steht hier nicht in der Glossybox drin, fand ich jetzt ein bisschen ärgerlich, aber wir haben hier was und das ist was Neues, wie man sieht, was komplett Neues. Und das ist auch eine Maske, eine Detox-Maske mit Meeresalge und Leinöl. Gibt einen Soforteffekt und die verspricht, dass man gesünder und frischer aussieht, dass man einen gesünderen und frischen Teint bekommt, steht hier drauf. Ja, ist dann halt ein Goodie, okay. So. Und so. Ah, okay, es sind zwei. Ich dachte, es wäre einer. Und ja, mal gucken. Vielleicht besuche ich dann ja nochmal unsere liebe Sunny's Picture und sage, du klatsche Maske drauf, ich klatsche Maske drauf und dann werden wir das mal als Fotos oder auch als Video mal
demonstrieren. Mal gucken, wenn sie Lust hat. Ich würde mich freuen. Und ja, das wird auch bestimmt witzig aussehen. Bin ich mal gespannt. Und dann haben wir mal wieder einen Pinsel von Luxie Beauty. Und das ist ein Contouring Face Brush Pinsel in der Nummer 512. Ist natürlich ein Originalprodukt und kostet mal eben 20,60 Euro. Und den hatte ich schon in einer anderen Glossy Box. Also der ist super weich und den anderen benutze ich auch für meine Contouring, also für mein Contouring Make-up, wenn ich es mal drauf habe, heute jetzt nicht. Ich glaube, bei dem letzten oder vorletzten Video hatte ich das doch schon drauf. Und ja, also sie ist wirklich richtig weich und richtig flauschig, muss ich mal sagen. Aber ja, da ich schon eine habe und da es die immer noch wirklich, wirklich gut tut und die einfach sauber zu machen ist, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das benutzen werde und das vielleicht mal aufsparen werde für eine Verlosung, wenn ich dann nochmal eine Verlosung mache. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ja, ich von den original großen Produkten ganz angesagt bin, auch wenn ich das jetzt so nicht nutzen werde, weil ich ja immer zu meiner Nageltante gehe. Aber das hier fand ich zum Beispiel auch richtig cool, das werde ich definitiv mal ausprobieren. Da bin ich mir halt echt nicht sicher, ob ich das erstmal vorsichtshalber behalten sollte oder ja, das dann auch in eine Auslosung mit reintun sollte. Ihr wisst ja, ich mache gerade eine Verlosung und die endet am 31. diesen Monat und ab 100 Abonnenten, wir haben jetzt 80 Abonnenten geschafft, Leute, 80 Abonnenten. Innerhalb von ein paar Tagen hatte ich von 61 auf einmal 80 Abonnenten. Ihr seid der Wahnsinn, ja. Ich bin geschockt vor Freude und ich weiß auch eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Und ja, ich denke mal, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare, kommt mir damit mal ein bisschen entgegen, hilft mir mal ein bisschen. Packe ich das dann in der nächsten Verlosung mit bei 100 Abonnenten. Ja, schade finde ich natürlich, dass das nur kleine Mengen sind und nicht die Originalgrößen. Zudem kann man ja wenigstens noch ein bisschen mehr sagen vom Preis her als den hier. Der stand da ja irgendwie nicht drin. Fand ich jetzt natürlich ein bisschen blöd. Zumal die Box dieses Mal vom Inhalt auch her mickrig aussieht und ja, das hier fand ich schon im Endeffekt jetzt doch noch ganz cool, dass dort zwei Masken enthalten sind als Goodie, ja, das fand ich schon mal ganz cool, das kann man dann immer mal mit einer Freundin machen und teilen, aber ja, im Großen und Ganzen sieht sie halt, finde ich, ein bisschen mickrig aus. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht drüber, dass die Glossy Box schon wieder so spät kam. Ich werde noch Glossy Box Mitglied bleiben und ich gebe der Glossy Box definitiv noch die Chance und hoffe, dass es sich auch wieder ein bisschen bessert, dass es auch Produkte gibt, die in Zukunft kommen, ja, die man nicht immer so sieht, ja. In zum Beispiel Drogeriemärkten und ich hoffe auch, dass es in Zukunft keine weiteren Aldi oder Lidl Produkte gibt, weil da kann ich jeden Tag hingehen, da kann ich jeden Tag mein Essen zum Beispiel einkaufen und ja, die Schminkprodukte dann selber kaufen, weil die alle sehr, sehr günstig sind. Ja, das dazu. Ich hoffe, es hat euch aber trotzdem gefreut, dass ich mit euch meine Glossy Box geteilt habe, auch wenn es schon echt spät war und auch wenn ihr vielleicht schon die Glossy Box von jemand anderem gesehen habt.
kommentiert doch mal, wie das ist mit dem Nagelrepair und ja, gebt mir da noch mal ein bisschen Anregung und ein bisschen Anreiz, damit ich Bescheid weiß, ob ihr den haben möchtet für die 100 Abonnenten-Verlosung, die dann in Zukunft kommt. Umso fleißiger natürlich Abonnenten mich abonnieren oder Leute mich abonnieren, umso schneller wird es passieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange ihr mir Zeit gebt dafür, weil es sind dann ja jetzt im Moment nur ein, zwei Produkte und ich muss dann auch bestimmt ganz schnell zusehen, dass ich an andere Produkte wieder rankomme und euch eine große Freude mache mit mehr drinne. So, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, sie hat euch, wie gesagt, gefallen. Mein Daumen ist zwischen oben und Mitte. Also ich bin, ja, neutral zufrieden, würde ich sagen. Gut. Oh, und vergiss bitte, bitte nicht, mich zu liken oder auch mal bei unserer Sunny's Picture reinzugucken. Da so. Und seid gespannt, wie ihre Fotos aussehen. Ich sage euch nur, der Hammer. Versprochen. So, ciao, ciao. Bis dann, eure Lucy. Muah.